Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz mit Arbeitsministerin Christine Aschbacher, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und dem Generalsekretär von Zukunft Lehre Österreich, Mario Derntl. Frau Arbeitsministerin, bitte. Schönen Vormittag von unserer Seite. Wir dürfen Ihnen wie jede Woche aktuelle Zahlen und Maßnahmen zum Thema Beschäftigung und Standort präsentieren. Die krisenbedingte Arbeitslosigkeit ist im Vergleich zur Vorwoche in etwa gleich geblieben, bei ca. 72.000 Menschen mehr im Vergleich zum Vorjahr. Wir verzeichnen derzeit einen erwarteten saisonalen Effekt von einer erhöhten Arbeitslosigkeit im Vergleich zur Vorwoche von ca. 4.500 Personen. Zur Phase 3 in der Corona-Kurzarbeit laufen gerade die Anträge ein beim AMS und es ist eine niedrige vierstellige Mitarbeiterzahl, die sich zurzeit in Kurzarbeit befinden in der Phase 3. Allerdings kommen jetzt erst die Anträge zur Kurzarbeit beim AMS ein und dadurch werden die ersten aussagekräftigen Zahlen mit Ende Oktober erwartet. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute die arbeitsmarktpolitischen Ziele des AMS mitteilen darf für nächstes Jahr und zugleich auch eine Zwischenbilanz zur Jugendbeschäftigung, zur Taskforce für die Jugendbeschäftigung geben kann. Die Details zahlen nun zur Arbeitslosigkeit. Derzeit befinden sich 409.356 Personen auf Arbeitssuche, die beim AMS vorgemerkt sind. Es sind 346.068 Personen arbeitslos und 63.288 Personen in Schulung. Der Abstand zum Vorjahr liegt bei etwa 72.000, also gleich auf gleichem Niveau in der Vorwoche. Das bedeutet, dass die saisonalen Effekte nun in dem Herbst eingezogen sind. Die Schwerpunkte fürs kommende Jahr und auch für die kommenden Wochen und Monate. Der Arbeitsmarkt ist sehr stark angeschlagen und es ist unser oberstes Ziel, gemeinsam, dass wir die Menschen wieder in Beschäftigung bringen und Arbeitsplätze sichern und zugleich aber auch vorbereiten für die neuen Jobs, für die Bereiche, wo wir Arbeitskräftepotenzial sehen. Dementsprechend haben wir zwei zentrale Programme. Einerseits die Corona-Kurzarbeit, um Arbeitsplätze zu sichern über den Herbst-Winter. Einen Planungshorizont von 6 Monaten und zugleich die Joboffensive, wo wir intensiv in die Menschen investieren mit 700 Millionen Euro für 100.000 Personen in den nächsten Jahren. Da gilt es darum, jetzt Weiter- und Ausbildungen durchzuführen. Diese werden auch unterstützt mit dem Bildungsbonus. Also für all jene, die länger als 4 Monate in einer Aus- oder Weiterbildung sind, bekommen die Personen 180 Euro zusätzlich zum Arbeitslosengeld pro Monat ab dem ersten Monat hinzu. Wir haben auch darüber hinaus einen vollgepackten arbeitsmarktpolitischen Instrumentenkoffer, weil es auch darum gilt, für bestimmte Zielgruppen und bestimmte Bereiche hier noch besondere Maßnahmen in dieser herausfordernden Zeit als Unterstützung anzubieten. Zu den arbeitsmarktpolitischen Zielen für das kommende Jahr 2021. Jetzt tagt gerade der AMS-Verwaltungsrat, der die arbeitsmarktpolitischen Ziele fürs kommende Jahr beschließen wird. Hier sind 5 übergeordnete Ziele. Erstens der Fokus, die Vermittlung von Menschen, dass sie so schnell wie möglich wieder in Beschäftigung kommen, hat für uns oberste Priorität. Zweitens durch die Joboffensive hier Aus- und Weiterbildung zu ermöglichen, in den Faktor Mensch, in die Menschen zu investieren, um anschließend eine rasche Vermittlung nachhaltig zu ermöglichen. Drittens, Frauen überproportional zu unterstützen, nämlich 3,5% im Verhältnis zum Anteil der Frauen in der Arbeitslosigkeit als zusätzliche Mittel hier in Programmen umzusetzen. Es geht uns auch darum, im 4. Punkt, dass wir die offenen Stellen besetzen, also auch diese Lücke von es gibt hier Fachkräftebedarf oder auch Lehrlingsbedarf hinzu, wir haben arbeitssuchende Menschen zu schließen und diese durch Aus- und Weiterbildung zu ermöglichen und näher zusammenzubringen. Und 5. die Unterstützung und der zentrale Fokus für die Jugendbeschäftigung. Das bedeutet, die Jugendarbeitslosigkeit zu reduzieren und die Jugendlichen in Beschäftigung zu bringen, dort wo es möglich ist
oder eben eine Aus- und Weiterbildung noch zusätzlich zur bestehenden Ausbildung hier ermöglichen, damit sie eben dann bessere Jobchancen noch haben. Hier gilt es darum, auch im Bereich der Jugendbeschäftigung unseren Fokus zu legen. Und das ist mir und auch uns ein Herzensanliegen. Deshalb habe ich am Beginn des Sommers gemeinsam mit der Wirtschaftsministerin, mit dem Bildungsminister und dem Sozialminister die Taskforce für Jugendbeschäftigung ins Leben gerufen, da die Jugendlichen ein Querschnittsthema sind und wir hier in gemeinsamer Kraft dafür sorgen, dass die Jugendlichen jetzt nicht zurückbleiben, sondern hier investieren wir intensiv mit konkreten Programmen. Ich darf Ihnen heute eine Zwischenbilanz zur Taskforce für Jugendbeschäftigung geben, aber vorab noch einen kurzen Status quo. Wie schaut es derzeit in Bezug auf die Jugendlichen in Österreich aus? Wir verzeichnen eine krisenbedingte Jugendarbeitslosigkeit von 6.000 Jugendlichen mehr zur gleichen Zeit als im Vergleich zum Vorjahr. Wir konnten schon seit Mitte April, seit dem Höchststand der Arbeitslosigkeit in der Krise, jetzt 25.000 Jugendliche wieder in Beschäftigung bringen und jede und jeder einzelne davon ist ein Erfolg und ein Schritt in die richtige Richtung. Derzeit dennoch insgesamt verzeichnen wir 60.000 arbeitslose Jugendliche oder die sich in Schulung befinden. Wir konnten mit unseren gezielten Maßnahmen über den Sommer erreichen, dass wir von einer Lehrstellenlücke hin zu einem Lehrstellenüberhang gekommen sind. Es befinden sich derzeit 8.406 Lehrstellensuchende versus 8.805 offene Lehrstellen. Das bedeutet, wir verzeichnen hier einen Lehrlingsmangel zurzeit von 399, also rund 400 Personen. Im Vergleich zum Juli hatten wir noch einen Lehrstellenmangel von rund 5.500. Also wir haben hier zwar die Situation, dass das regional unterschiedlich ist, aber dennoch konnten wir österreichweit hier die Lehrlingslücke schließen. Ich möchte jetzt kurz noch auf die Zwischenbilanz zur Taskforce für Jugendbeschäftigung in konkreten Maßnahmen eingehen. Es freut mich, dass wir hier richtige Maßnahmen getroffen haben und in vereinten Kräften hier besonders für die Jugendlichen sorgen konnten, dass es einerseits Ausbildungen gibt, nämlich für jeden, und zugleich aber auch Lehrstellen hier ermöglichen, auch durch eine ganz konkrete und wichtige Maßnahme, den Lehrlingsbonus, wo es darum geht, die Jugendlichen einen Lehrstellenplatz am ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen und die Unternehmen damit zu unterstützen. Und ins Detail wird noch meine Kollegin eingehen. Die zweite Maßnahme ist die Intensivierung in der Ausbildung bis 18 durch Jugendcoaching zum Beispiel oder Ausbildungsfit, wo wir die Jugendlichen begleiten in der Berufsorientierung, aber auch dann am Fuß fassen im Arbeitsmarkt und wo wir mit der Aufstockung 500 zusätzliche Jugendliche begleiten können. Deshalb haben wir 3,5 Millionen für diese konkrete Maßnahmen aufgestockt. Der dritte Bereich ist die Aufstockung auch der überbetrieblichen Lehre. Das sind die überbetrieblichen Lehrstellen, die am zweiten Arbeitsmarkt den Jugendlichen die Chance geben, hier Erfahrungen zu sammeln, hier im ersten, zweiten oder dritten Lehrjahr tätig zu sein, damit sie dann bereit sind für die Unternehmen, für den Betrieb direkt. Und hier haben wir insgesamt 3.000 Plätze aufgestockt heuer, und zugleich war es uns auch wichtig, dass die Kooperation mit den Betrieben, wo sie dann direkte Chancen am Arbeitsmarkt, am ersten Arbeitsmarkt haben, zu intensivieren durch beispielsweise Praktika, aber auch durch die Verkürzung der Verträge, nicht mehr 3 Jahre, sondern 1-Jahres-Verträge konnten wir hier erzielen, damit eben die Chance mehr besteht, am ersten Arbeitsmarkt aus der Über heraus Fuß zu fassen. Und ich bin hier zuversichtlich, dass wir hier gezielte Maßnahmen gesetzt haben, die auch zu wirken beginnen. Weiters möchte ich noch erwähnen, als vierten Punkt die Just2-Stiftung, wo wir 1.000 Jugendlichen die Möglichkeit geben, in unterschiedlichen zusätzlichen Lehrplätzen hier Fuß zu fassen am Arbeitsmarkt. Hier werden auch durch ein Mobilitätspaket die Jugendlichen unterstützt, die flexibel sind, die beispielsweise noch keine Kinderbetreuung hier zu Hause vornehmen und die eben auch über die Bundesländergrenzen oder Bezirksgrenzen hinweg bereit sind, auch einen Job woanders anzugehen, die beispielsweise durch die Unterstützung der Umzugskosten oder auch der Mietkosten vor Ort hier unterstützt werden. Dementsprechend
können wir hier eine Zwischenbilanz vorlegen und die Jugendlichen auch Mut und Perspektive hier geben und zugleich aber auch all jene, die es noch schwer haben, auch zu unterstützen, nämlich mit konkreten Maßnahmen im Zuge auch der Joboffensive, wo uns auch besonders die Jugendlichen ein Herzensanliegen sind, damit sie eben entweder eine weitere Ausbildung machen können oder konkrete Jobchancen am Arbeitsmarkt schon haben. Dementsprechend sind wir intensiv daran, die Maßnahmen umzusetzen, hier vorbereitet zu sein für den Herbst und Winter und auch hier Mut und Perspektive dann fürs kommende Jahr, das zum Glück besser prognostiziert wird, wieder hier einen Aufschwung dann auch wieder zu verzeichnen und unsere Arbeitskräfte, unsere in Österreich lebenden Menschen hier dann auch schnell und bestmöglichst zu vermitteln. Herzlichen Dank. Frau Arbeitsministerin, ich darf die Wirtschaftsministerin zu Wort bitten. Ja, herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Arbeitsplätze zu retten und zu schaffen wird wohl in den nächsten Monaten eines unserer gemeinsam wichtigsten Ziele sein. Und ich bin davon überzeugt, dass die Digitalisierung einer der wichtigsten Hebel ist dafür, die uns helfen, dieses große Thema zu lösen. Ganz nach dem Motto, mit mehr Bits und Bytes zu mehr Jobs. Und das zeigt uns auch die Entwicklung, die wir in vielen Branchen sehen. Knapp die Hälfte aller neu entstandenen Arbeitsplätze in allen Branchen sind auf die digitale Transformation zurückzuführen. Schätzungen zufolge führt eine Vertiefung der Digitalisierung zu einem Beschäftigungswachstum von ca. 0,4% jährlich. Und das sind jetzt Prozentzahlen, aber dahinter steht ein neuer Arbeitsplatz für jemanden, der hier eine gute Zukunft hat. Bis zu 1,9% zusätzliches BIP-Wachstum können wir erreichen, wenn wir in die Digitalisierung investieren. Das bedeutet knapp 3,6 Milliarden Euro und ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Pro Jahr werden in Österreich ca. 20.000 zusätzliche Arbeitsplätze durch das Thema Digitalisierung, durch die Weiterbildung, durch die Umstellung von Arbeitsplätzen geschaffen. Die Voraussetzungen für die Digitalisierung sind natürlich die digitalen Kompetenzen. Und wir wollen hier alle Menschen in Österreich mitnehmen und niemanden zurücklassen. Deshalb haben wir mit der Plattform Fit for Internet diese Kooperation abgestellt und begonnen. Diese Kooperation, die darauf abzielt, die digitalen Kompetenzen nicht nur zu vermitteln, sondern auch festzustellen, wo stehe ich denn im Moment. Und ich kann Ihnen berichten, dass dieser Digi-Check, der von der Plattform Fit for Internet angeboten wird, gerade in der Corona-Krise stark nachgefragt wird. Wir liegen im Moment bei über 20.000 Personen, die diesen Digi-Check absolviert haben, um festzustellen, wo stehe ich denn überhaupt und dann den nächsten Schritt in der Ausbildung weiterzugeben. Warum ist mir das als Wirtschaftsministerin auch so wichtig? Weil sich klar zeigt, dass je digitaler eine Volkswirtschaft ist, desto besser kommt sie durch jede Krise, egal ob das eine Krise ausgelöst war 2008 oder 2009 oder eine Krise, wie sie jetzt durch einen Virus ausgelöst worden ist. Unternehmen, die digitale Vorreiter sind, sind doppelt so erfolgreich wie Unternehmen, die nicht Vorsorge treffen und hier nicht rechtzeitig investiert haben. Deshalb investieren wir in diesen Bereich und die Investitionsprämie ist eines dieser Mittel. Und diese Investitionsprämie hat sich auch als Erfolg erwiesen. Wir liegen im Moment bei 1,6 Milliarden Euro, die genutzt werden von den Betrieben und 50%, mehr als 50% in den Bereichen Innovation, in Digitalisierung und in das Thema Umweltschutz. Wir haben also Maßnahmen zu setzen, um die Betriebe zu unterstützen in dieser wichtigen Zeit. Und da ist es ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Jede Investition sichert und schafft neue Arbeitsplätze in Österreich. Was die Wirtschaft generell betrifft, so muss ich sagen, ist Österreich keine Insel wie zum Beispiel Neuseeland. Es spielt eine wesentliche Rolle, ob Deutschland eine Reisewarnung für Österreich ausgesprochen hat oder nicht.
Und das ist nicht nur wesentlich für den Wintertourismus im Westen, sondern die Wirtschaft hängt zusammen. Sie ist keine Insel, wir sind nicht allein unterwegs, sondern hier gibt es Zusammenhänge. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Arbeitsplätze dadurch verloren gehen im Westen, dass es hier keinen guten Wintertourismus gäbe, eine Familie hier über den Winter keine Arbeit findet, dann kann es auch sein, dass im März oder April danach zu Ostern es eben kein neues Fahrrad fürs Kind entsprechend gibt und dass dann, und da sind ganz andere Unternehmen betroffen, die Nachfrage nach Stahl zurückgeht, dass auch die Unternehmen, die in einem anderen Bundesland sind und sehr erfolgreich Kinderfahrräder verkaufen, hier einen Rückgang der Nachfrage haben. Also es hängt alles zusammen in diesem Wirtschaftssystem Österreich und auch Europa. Und darum ist es so wichtig, dass wir darauf achten, dass jede Infektion, die jetzt stattfindet, unabhängig davon, wie schwerwiegend sie ist, und wir wünschen allen, dass sie nicht schwerwiegend ist, eine Auswirkung hat auf diesen Wirtschaftsstandort und eine Auswirkung hat auf die Arbeitsplätze in Österreich. Deshalb möchte ich auch alle aufrufen, vorsichtig und achtsam zu sein, diese Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, zu schauen, dass man sich möglichst wenig ansteckt, denn das hängt natürlich ganz, ganz stark die Ansteckungsrate mit den Arbeitsplätzen, die wir in Österreich haben, zusammen. Lassen Sie mich noch auf das Thema Lehre, das heute auch im Mittelpunkt steht, noch eingehen. Wir haben zwei wichtige Instrumente, das Thema der Kurzarbeit. Da bedanke ich mich, dass das auch für die Lehrlinge möglich ist und dass wir es auch geschafft haben, dass jeder Lehrling 100% seines Gehaltes bekommt, auch wenn er in Kurzarbeit ist. Um Ihnen kurz einen Überblick zu geben, rund die Hälfte aller Lehrlinge hat einmal in den letzten Monaten die Kurzarbeit genutzt und in Anspruch genommen, und das ist also eine Maßnahme, die dringend notwendig war. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie es ausgegangen wäre, wenn die Lehrlinge nicht in die Kurzarbeit gehen könnten. Der Lehrlingsbonus wurde von den Betrieben stark in Anspruch genommen. Die neu eingestellten Lehrlinge zwischen 16.03. und 31.10. Dafür kann man ja den Lehrlingsbonus von bis zu 3.000 Euro in Anspruch nehmen. Ursprünglich haben uns die Wirtschaftsforscher gesagt, dass wir eine Lücke haben werden, einen Rückgang der Lehrlinge im ersten Lehrjahr von 20-30%. Das konnten wir verhindern. Ende September liegen wir bei einem Rückgang von 9,1%. Jede verlorene Lehrstelle ist natürlich eine zu viel, aber wir konnten vieles davon abfangen. Wie ist heute der Stand? Insgesamt haben wir 4,9 Millionen Euro, also fast 5 Millionen Euro ausbezahlt und 8.900 Anträge aus verschiedensten Branchen liegen uns entsprechend vor. Wir haben 29.000 Lehrlinge im ersten Lehrjahr. Am stärksten zurückgegangen sind die Lehrlinge im Burgenland im ersten Lehrjahr und in Wien im Burgenland mit -18%, Wien mit -12,3%. Am wenigsten stark in den Bundesländern Kärnten und Oberösterreich ist der Rückgang lediglich 6,4%. Wir haben noch Zeit, bis Ende Oktober können die Betriebe ihre Lehrverträge einreichen bei den Lehrlingsstellen, und für die Lehrlinge, die in der überbetrieblichen Lehre sind, ist es auch möglich, bis Ende März noch diesen Bonus in Anspruch zu nehmen. Auch das ist mir wichtig, die Betriebe daran zu erinnern, dass sie Lehrlinge aus der überbetrieblichen Lehre natürlich jederzeit übernehmen können und auch übernehmen sollen, und dass es hier den Bonus, nämlich die 2.000 bzw. 3.000 Euro auch noch bis Ende März entsprechend gibt. Wir haben ich habe zuerst gesprochen von der Digitalisierung als wesentlichen Faktor für den Wirtschaftsstandort. Das gilt natürlich auch für die Lehre. Wir überarbeiten gemeinsam, und da danke ich auch für die gute Zusammenarbeit, die Lehrberufe laufend, um mehr digitale Inhalte reinzubringen und hier stärker zu fokussieren. Ein Thema, das sich als sehr großer Erfolg gezeichnet hat, ist die E-Commerce-Lehre. Die haben wir ja eingeführt vor kurzer Zeit. Wir haben im Moment über 250 E-Commerce-Lehrlinge, die diesen Beruf ergriffen haben und gerade die jetzt helfen, in dieser Krise dem Handel voranzukommen und neue Geschäftsmodelle entsprechend aufzubauen. Ich sehe das als ein sehr positives Beispiel,
dass wir entsprechendes schaffen können, neue Lehrberufe einzuführen, die rasch angenommen werden. Ich erinnere auch an das Thema Coding und wir sind hier am Arbeiten, gerade mit Schwerpunkten im Bereich Artificial Intelligence, also mit dem Umgang von Daten und auch im Bereich Cybersicherheit als wichtige Schwerpunkte. Ein weiterer Punkt, der gelungen ist, zeigt auch, dass die Anzahl junger Frauen in digitalen Lehrberufen steigt und dass wir das auch schaffen können. 44% der E-Commerce-Lehrlinge sind weiblich. Das ist sehr untypisch für rein technische Lehrberufe und zeigt uns, dass wir die richtigen Lehrberufe schaffen können, und um auch hier das Potenzial in Österreich zu heben. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass jede neue Infektion eine potenzielle Gefahr für den Standort ist und damit für die Arbeitsplätze in Österreich, und alle bitten, mitzuhelfen, egal in welchem Bundesland, egal in welcher Branche. Es spielt eine Rolle, ob wir eine Anzahl von unter 50, über 100, über 1000 Infektionen in Österreich haben, sowohl für unsere Gesundheit, aber vor allem für den Standort und für die Arbeitsplätze. Herzlichen Dank. Danke, Frau Wirtschaftsministerin. Herr Dierntl, bitte. Sehr geehrte Frau Arbeitsministerin, sehr geehrte Frau Wirtschaftsministerin, sehr geehrte Damen und Herren. Vorab ein herzliches Dankeschön, dass wir als Zukunft Lehre Österreich, als größte unabhängige Lehrlingsinitiative in Österreich, heute hier mitwirken dürfen. Frau Bundesministerin Schramböck hat eingangs die von Zukunft Lehre Österreich mit dem Market-Institut initiierte Studie zu den Auswirkungen von Covid-19 auf die Lehrlingsausbildung bereits erwähnt. Damals hat man im Mai von bis zu 10.000 Lehrstellen, die in Gefahr sind, gesprochen. Deshalb möchte ich zu Beginn die Möglichkeit nutzen, um stellvertretend für unsere Mitgliedsunternehmen, die in Österreich zehntausende Lehrlinge ausbilden, herzlich Danke sagen an beide Bundesministerinnen sowie auch an alle involvierten Stakeholder von der Wirtschaftskammer bis zur Industriellen Vereinigung, dass man sowohl mit der Lehrlingskurzarbeit als auch mit dem Lehrlingsbonus sofort reagiert hat und damit tausende Lehrstellen in Österreich gesichert werden konnten. Die duale Ausbildung ist ein Erfolgsmodell made in Austria, das international seinesgleichen sucht. Dennoch sehen auch wir als Lehrlingsinitiative es als unsere Aufgabe, auch aktuelle Herausforderungen in der Lehrlingsausbildung aufzuzeigen. Es gibt österreichweit weiter über 1000 offene Lehrstellen und parallel dazu über 1000 junge Menschen, die eine Lehrstelle suchen. Wir sehen also, das Problem ist nicht ausschließlich quantitativ festzumachen. Abgesehen davon, dass die Lehrlingsausbildung immer sehr regional zu beurteilen ist, man vergleiche heute beispielsweise den Industriestandort Oberösterreich mit Wien, so bekommen wir von unseren Mitgliedsbetrieben zunehmend die Rückmeldung, dass man oftmals durchaus gewillt wäre, weitere Lehrlinge auszubilden im Unternehmen, dass der Mangel an Vorqualifikation, an Vorbildung, zum Beispiel Deutsch, Mathematik, sinnerfassendes Lesen, dazu führt, dass man sich manchmal gegen eine Bewerberin, gegen einen Bewerber entscheidet. Das bestätigen auch die Zahlen des IBW, des Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft, auf die Frage, wie die Betriebe in der Lehrlingsausbildung noch besser unterstützt werden können, antworten 90%, dass sie sich eine Verbesserung der Vorbildung wünschen würden. Die Tatsache, dass viele junge Menschen mit Vollendung der Pflichtschule offenbar fachlich noch nicht bereit für eine Ausbildung sind, sollte höchste Priorität in unseren Anstrengungen bekommen. Eines unserer großen Kernanliegen als Initiative und einer der wesentlichen Triebfedern hinter der Gründung von Zukunft Lehre Österreich vor gut 2 Jahren war die Aufwertung des Lehrberufs in der Gesellschaft. Sage und schreibe, 97% der Betriebe stimmen auf die Frage zu, ob die gesellschaftliche Aufwertung der Lehre noch verbessert gehört. Das Thema Imageaufwertung des Lehrberufs ist eine sehr komplexe Angelegenheit, auf die es leider keine pauschale, einfache Antwort gibt. Das ständige und konsequente Modernisieren der Lehrberufe, und auch hier der Dank an die Frau Bundesministerin, ist einer der Schritte, der hilft. Ich denke an das Beispiel des Kfz-Mechanikers, wo man mit dem Zusatzmodul für Elektro- und Hybridmotoren ein sehr, sehr spannendes zukünftiges Thema sofort aufgegriffen hat. Das sind Maßnahmen, die dazu beitragen, um die Lehre und die Lehrberufe zu attraktivieren. Auch das Thema des Lebenseinkommens sollte bei der Frage der Aufwertung der Lehre eine Rolle spielen. Eine aktuelle Studie der Industriellen Vereinigung Niederösterreich aus dem Frühjahr hat das Lebenseinkommen von industriellen Lehrberufen mit jenen akademischer Ausbildung verglichen. Und das Ergebnis ist, dass das Lebenseinkommen gleich hoch bis oftmals sogar etwas höher ist.
Und dennoch geistern in der Gesellschaft oftmals noch Bilder herum vom Lehrling, der 20 Jahre lang am Fließband stehen muss und Zeit seines Lebens kein Einkommen erzielen kann. Diese Bilder gilt es aufzubrechen. Abschließend darf ich noch auf eine Stakeholdergruppe eingehen, die laut aktueller Studie des Instituts für Bildungsforschung der Wirtschaft ganz wesentlich und einflussgebend für die Berufswahl junger Menschen ist. Die Peer Group. Die Peer Group, das ist das Umfeld, das sind die Gleichaltrigen, das sind jene Menschen mit ähnlichen Werten, mit denen ich auch meine Freizeit als junger Mensch verbringe. Während wir beispielsweise die Gruppe der Lehrer schon sehr strategisch bedienen, ich denke hier etwa an eigene Fächer zur Berufsvorbereitung, zum Beispiel in den polytechnischen Schulen, so läuft jene der Peer Group eher noch etwas parallel und unbeachtet, obwohl sie laut aktuellen Studien sehr, sehr hohen Einfluss darauf hat, für welche Ausbildung sich ein junger Mensch entscheidet. Wenn es uns gelingt, diese Peer Group noch etwas strategischer in den Prozess mit einzubinden, zu involvieren, beispielsweise indem Jugendliche, die sich gerade in einer Lehre befinden, indem wir die zum Beispiel in die Schulen einladen, zu den Bildungsmessen einladen, damit sie ihren Gleichaltrigen darüber berichten können, Gott sei Dank meistens sehr, sehr positiv über ihre Erfahrungen in der Lehre, oder indem wir auch vermehrt auf Gruppenberatungen von Gleichaltrigen bei der Berufswahl setzen, so könnte dies eine der Maßnahmen sein, die einen Beitrag leisten könnte, um mehr junge Menschen für eine Lehre zu begeistern und somit auch das Image des Lehrberufs nachhaltig aufzuwerten. Sehr geehrte Damen und Herren, die duale Ausbildung ist zu Recht ein Exportschlager, auf die wir sehr, sehr stolz sein können. Gerade auch deshalb muss es unsere höchste Anstrengung sein und hier passiert dankenswerterweise schon sehr, sehr viel, sie kontinuierlich weiterzuentwickeln. Vielen Dank. Dankeschön. Ich darf um Ihre Fragen bitten. Keine Fragen? Okay, dann schließe ich die Pressekonferenz. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.